Weiter geht's mit Infos zu Far Cry 5 und zwar diesmal mit dem wichtigsten, nämlich den Waffen. Kurze Empfehlung, abonniert mich auf jeden Fall, wenn ihr zu Far Cry 5 Tipps, Tricks, Gameplay und so weiter sehen wollt. Da seid ihr hier bei mir richtig. Es wird unglaublich viele Waffen geben, heute zeige ich euch ein paar davon, richtig geile Teile bei, einige sind golden, ziemlich coole Designs, teilweise sehr abgefahren und auch nicht schlicht, andere werden da wahrscheinlich eher ein klassisches Modell bevorzugen. Nichtsdestotrotz zeige ich euch das Ganze hier, auch dafür nochmal vielen Dank an Joe Raptor für das Videomaterial, checkt auf jeden Fall seinen Kanal aus. Am einfachsten kommen wir über den Händler an Waffen, das ist ganz klar, da gibt's jede Menge Auswahl und einiges können wir dann durch Progress freischalten. Also durch Fortschritt in der Story oder dadurch, dass wir bestimmte Aufgaben erledigen. Vielleicht sogar im Multiplayer-Modus wird es dann die Möglichkeit geben, Waffen freizuschalten. Das werden wir noch rausfinden, ob das so ist. Und die können wir dann eben kaufen. Gerade am Anfang des Spiels haben wir aber auch wirklich ein begrenztes Budget. Und deswegen solltet ihr euch genau überlegen, was ihr für einen Spielstil verfolgen wollt und was für Waffen ihr euch dafür schnappt. Hier im Video sehen wir eine relativ coole goldene Maschinenpistole. Die scheint wirklich stark zu sein und schaltet Gegner im Nu aus. Gegen Tiere wiederum ist die aber nicht ganz so gut. Gegen Tiere werdet ihr wahrscheinlich dann eher mit einer Shotgun oder einem Bogen kämpfen. Wir sehen hier auch öfters den Waffenshop, da gibt es dann auch eben die Preise für die Waffen zu sehen und richtig coole Items. Es wird möglich sein, dass wir mit Paddeln kämpfen, mit Pistolen und so weiter. Es gibt auch noch einen sehr, sehr coolen Ubisoft Waffentrailer, den ich euch auch nochmal wärmstens ans Herz lege. In diesem Trailer sehen wir dann wirklich alle Waffengattungen. Es wird Bögen geben, es wird Nahkampf geben und zwar mit verschiedenen Waffen wie Fäusten, wenn man die als Waffe bezeichnen kann, Paddeln, die wir werfen können, einfach irgendwelchen Rohren, die wir vielleicht auch sogar finden können und als Waffe benutzen. Dann natürlich den Klassiker, Pistolen, Maschinenpistolen, Shotguns, Sturmgewehre, Scharfschützengewehre. Es wird sogar Flammenwerfer geben, Granatwerfer und natürlich auch Raketenwerfer. All das ist noch nicht genug, denn es wird auch bemannbare Maschinengewehre geben. Richtig cool, das sind stationäre Dinger, die richtig reinhauen und weiterhin können wir dann auch mit Bomben um uns werfen. Ziemlich cool, wie ich finde. Die krasseste Waffe, die wir hier im Ubisoft-Trailer sehen, es wird sogar eine Alien-Waffe geben, wie sie hier zumindest betitelt ist, mit der wir dann Gegner so komisch wegstoßen können. Sieht wirklich spannend aus, die gibt es wohl im südlichen Bereich der Map. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, ist eine sehr, sehr coole Waffe, wie ich finde. Und mal was anderes, abseits der Standardwaffen, die wir sonst so geboten kriegen. Ich würde mich freuen, von euch zu hören, was für ein Spielstil ihr so verfolgen werdet. Ich selber bin ja einer, der Stealthy gerne mal spielt, aber auch Rambo macht. Also muss ich irgendwie eine Mitte aus Sturmgewehr, Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer und Bogen finden. Mal gucken, wie ich das am besten kombiniere. Dazu schauen wir uns dann auch nochmal gemeinsam den Skilltree in Far Cry 5 an und überlegen, wie wir da am besten vorgehen. Ich kann mir vorstellen, dass ihr gerade am Anfang viel Geld sammeln wollt, um die ganzen verschiedenen Waffen zu sammeln. Es gibt ja wirklich unglaublich viele Waffen. Die können wir dann customizen mit einem Skin, den wir da drüber legen. Wir können die weiterhin dann noch mit Zielvorrichtungen anpassen. Ich finde das super cool, hab da immer einen Heidenspaß dran, meine Waffen für meine Bedürfnisse auszulegen. Und das geht ja wahrscheinlich auch den meisten von euch so, dass sie nicht einfach eine Standardwaffe wollen, sondern irgendwas Extravagantes, was unseren persönlichen Wünschen und Vorlieben entspricht. Wenn ihr auf wildes Geballer steht, dann gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video zu Far Cry 5, was ja jetzt am 27.03. rauskommt. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Fragnaht.